Halli, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Sky. Ja! Ich bin immer noch etwas krank, das Video kommt heute auch etwas später, aber ihr habt mir wieder ganz viele Sachen in die Kommentare geschrieben, wie unter anderem: Hey Maudadu, du bist doch echt doof. Warum nimmst du einen Autokompressor, wenn es ein Auto-Crafting-Table gibt? Ganz einfach, ich wusste gar nicht, dass es ein Auto-Crafting-Table gibt. Ich hab's gehofft, hab den nicht gefunden, obwohl ich eigentlich echt nur Auto-Crafting-Table dafür eingeben müsste. Und, ja, im Prinzip geht das eigentlich ganz einfach. Ich brauche das und das und dann gehe ich hier hin und ein Auto-Crafting-Table, da geht's so, zack. Und dann habe ich schon zwei Auto-Crafting-Table, so unglaublich einfach. Keine Ahnung, warum ich damit solche Probleme hatte. Und damit können wir jetzt ein paar Sachen machen, nicht nur eine. Denn zum einen das Problem an unserer Maschine ist ja die Steinhämmer, die wir immer nachfüllen müssen. Die können wir autocraften lassen. Und den Autocompressor, den können wir auch einfach komplett ersetzen. Ist die Sache. Wir können ihn echt komplett ersetzen mit einem Autocrafter. Denn ich kann jetzt einfach sagen, hey, ich mache deinen Autocrafter hin. Dann kommt da oben Gravel. Dann brauche ich vielleicht ein Gravel, um das Rezept vorzubereiten. So, und wenn wir jetzt hier das Rezept reinmachen, heißt zack, 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 zack. Ah, da vielleicht nicht zwei. Wartet. Wartet. Nein, 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 nein. Weg, weg, weg. Und jetzt hier oben, ich habe hier einen Steinhauer dabei, den mal wieder reintun, damit wir vielleicht auch Gravel runterbekommen. Da sehen wir, oh, da ist schon ein Gravel drin. Und sobald das neun Gravels sind, wird es zusammengecraftet. Es wird dann direkt hier unten weitergegeben. Und dann verbrauchen wir keinen Strom mehr mit dem Rezept. Wir haben auch gerade, also vorhin, als ich kurz vor der Aufnahme hier reingeguckt habe, hat er noch gegravelt. Heißt, gerade haben wir den Strom verbraucht. Auch haben wir irgendwie nicht genügend Strom, wenn er jetzt gravelt, gerade so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da auch noch mal ein viertes Wasserrad unten drunter gemacht. Eigentlich von meiner Rechnung her müsste es passen, aber es passt nicht. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr auf Strom, Leute. Das ist mir jetzt egal. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Doch bevor wir... Ich habe nämlich noch einen Plan für heute. Das auch wirklich machen. Gehen wir jetzt einfach... Oh, oh. Nein, da muss keine Kiste rein. Stopp, stopp, stopp. Machen wir jetzt unseren zweiten Autocraft-Vorgang. Denn, wie gesagt, Maudadu will ja auch noch die Crafting-Prozedur der Hämmer automatisieren. Und dafür brauchen wir ganz einfach eine Kiste. Also wir brauchen ein Auto-Crafting-Table, wo wir das Rezept reinmachen. Nämlich das da. Dann brauchen wir da natürlich einen Hopper unten drunter. Und dann brauchen wir oben drauf natürlich noch eine Doppelkiste in dem Fall. Ach man, dieser Bug. Indem wir jetzt ganz viel verschiedenes Zeug platzieren. Was bedeutet mit verschiedenen Zeug? Meint Maudadu natürlich Sticks und Cobble. Denn für jeden, ja, für jeden Hammer brauchen wir zwei Sticks und zwei Cobble. Heißt, es geht genau vom Verhältnis auf. Heißt, wir können die hier abwechselnd reinmachen, dass sie abwechselnd reingezogen werden. Die Sticks müssen natürlich voll sein, sonst kriegen wir wahrscheinlich irgendwann ein Problem. Und dann haben wir für sehr, 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 sehr lange Zeit ganz viel Cobble. Also ganz viele Hämmer. Und außerhalb der Aufnahme fülle ich die dann auch nach. So, wenn ich jetzt hier das so mache, dann dürfte das rübergefüllt werden. Erst die Sticks, dann der Kobbel. Und dann wird hier direkt, ja, unsere Äxte produziert. Ich meine, hier drin haben wir jetzt schon pro Stick... Ach, wir haben ganz viele Hämmer. Wir haben ganz viele Hämmer, mehr als je zuvor. Und deswegen können da unten dann... Was verbrennt denn da die ganze Zeit? Ach so, der kann jetzt wieder graveln. Oh, 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 wir sehen es gleich. Noch ein Gravel rein. Und dann... Oh, der Balken füllt sich. Was wird passieren, wenn er voll ist? Wird da etwa Compressed Gravel entstehen? Damn. Ah, und das ist jetzt direkt weiter... Ja, jetzt gravelt er das. Ah, das ist sogar der erste Gravel. Das ist ganz interessant zu sehen gerade. Anscheinend produzieren wir genauso viel, wie wir verbrauchen. Ah, das ist eigentlich cool. Ja gut, dann haben wir wohl doch... Oder gerade so zu wenig Strom ist auf jeden Fall nah dran. Er gravelt. Er gravelt schnell und alles ist super. Ich weiß nicht, wann hier die Gewinner in das Ding reinkommen. Wahrscheinlich muss man den Auto Heavy Sieve einfach nochmal aufstellen. Da sind wahrscheinlich auch die Gewinner drin. Aber ich habe keine Ahnung, deswegen lasse ich es einfach mal. Was jetzt unser Ziel ist, wir wollen eine weitere Sache erledigen. Und zwar braucht Paluten für seine ganzen Blumen. Die verbrauchen ja Kohle und erzeugen damit Mana. Heißt, es wäre ganz gut, wenn ich eine Kohlemaschine, eine automatische Holzkohlemaschine machen würde. Das Problem, ne, daran gibt es gar kein Problem. Der erste Schritt, den man in Richtung Holzkohle machen muss, ist natürlich eine automatische Holzfarm. Also eine Baumfellmaschine.
Und ja, damit wollte ich heute einfach einmal anfangen. Und was ihr mir die ganze Zeit schreibt, Leute, ich soll eine Brücke über meinen Wasserlauf machen, aber ich finde das eigentlich so cool, weil man hat hier so das Wasser, das ist so integriert in die Gegend und dann kann man hier so drüber springen und der Sprung ist jetzt auch nicht unbedingt schwer. Eigentlich finde ich das cool. Oh, und hier hat jetzt noch mal was umgebaut. Ich wollte eigentlich hier was hinmachen, ich weiß nicht. Reicht da noch so eine kleine Steinplattform? Ich wollte nämlich meine automatische Baumfarm, was wir jetzt machen, hinter die Baumfarm machen. Ich habe dafür natürlich mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Man kennt mich ja. Und zwar brauchen wir dafür ganz viele verschiedene Dinge. Unter anderem 2 Autonomous Activators. Unsere Lieblingsgerätschaften. Dann brauchen wir noch verschiedene Rohre, um die Items zu transportieren. Wir brauchen Obsidianrohre, Diamantrohre, ganz normale Kobbelrohre und 1, 2, 3, 4 Redstone Entrances. Und dann tue ich aber lieber mal die ganzen Maschinen hier wieder rein, denn jetzt will ich erstmal die Plattform bauen und wenn ich damit runterfalle, Leute, dann bringe ich mich um. Nachdem ich durchs Runterfallen gestorben bin, nochmal. Und zwar brauchen wir hierfür jetzt natürlich noch eine Plattform, eine richtige, und ich wollte die einfach hier hinten hin machen. Und ich glaube, wir haben da auch trotzdem genügend Platz. Vor allem habe ich hier auch direkt eine Stromleitung, heißt, das wäre ganz praktisch, da muss ich nicht nochmal alles verlegen. Und deswegen machen wir die jetzt einfach hier hin. Wisst ihr, ich kann das ja auch alles später noch ein bisschen umdekorieren. Ich brauche hier erstmal nur die Grundplattform und in die Mitte davon machen wir dann die Maschine. Und die Maschine nimmt jetzt auch nicht ganz so viel Platz weg, heißt, da kann man drumherum doch noch ein bisschen was gestalten. Jo, unten drunter brauchen wir auch noch eine Plattform, weil wir müssen ein paar Sachen unterirdisch verlegen. Also die ganze Verkabelung passiert eigentlich unterirdisch, deswegen zack, 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 zack. Und hier rüber und nicht runterfallen, Modado. Okay, wir kommen noch an die Decke gut ran und alles. Habe ich einen Kobbel dabei? Ja, habe ich tatsächlich. Und was wir jetzt natürlich ganz dringend, ganz schnell brauchen, sind Fackeln. Wenn ich hier die ganzen X am Boden sehe, die heißen, Achtung, Monster spawnen hier, die ich immer anhab. Weil, ach Leute, ich verstehe jetzt nicht, woher die Monster kommen. Ich war gestern Abend, also, ja, gestern Abend, als ich hier die ganzen Sachen vorbereitet, gecraftet habe, da stand ich hier einfach am Assembly Table und dann kam plötzlich hinten von hinten ein Creeper, hat sich gesprengt und hat Gott sei Dank nur diese Hälfte der Kiste weggesprengt. Alle Schilder waren weg, die anscheinend Zombie jetzt wieder nachgesetzt hat. Und deswegen habe ich hier so eine Tür platziert. Weil das darf nie wieder passieren. So, okay, jetzt erstmal hier oben die Fackeln platzieren an allen Ecken. Und hier unten, oh Gott sei Dank, ist noch nichts gespawnt. Das wäre ja aber auch wirklich ein Troll gewesen. Wäre hier jetzt instant was gewesen. Und dann können wir hier erstmal eine Leiter nach oben platzieren. Ich habe die Leiter natürlich mitgenommen oder habe ja mitgedacht. Dann können wir hier hochklettern. Perfekt. Und das Wasser wieder mitnehmen. Dann haben wir schon mal unsere Plattform, um das Ganze aufzubauen. Und jetzt brauchen wir die ganzen Maschinen, ein Dirt und ganz viele Säpplinge. Leute, ganz viele Säpplinge, denn die Bäume müssen ja auch wachsen. Heißt, die Maschinen habe ich ja alle hier oben, die kriegen wir ganz schnell. Und ich überlege gerade, hatte Paluten nicht so super Dirt? So gedüngten Dirt? Warte. Ja, so Ultra-Dirt. Wo hat Paluten sein Ultra-Dirt versteckt, auf dem alles schneller wächst? Ja, ich sehe es gerade nicht, aber ich kann ja einfach Paluten, wenn ich... Paluten war ja übers Wochenende weg. Morgen werden wir, denke ich, wieder zusammen aufnehmen. Kann ich ja dann einfach fragen und wir können das ersetzen, das ist ja kein Problem. Und dann machen wir es erstmal mit dem normalen Dirt. Das ist ja auch no problemo. Dann müssen wir uns erstmal überlegen, wo kommt dann am Ende der Dirt hin? Ich würde mal sagen, hier wird unser Baum wachsen. Und dafür brauchen wir natürlich dann schon unseren ersten Autonomus, wie auch immer der heißt. Der hier platziert ist, in den kommen die ganzen Säpplinge rein, der zielt nach oben und der wird jetzt immer rechts mit den Säpplings machen, heißt, er wird die hier immer platzieren, sobald er Strom hat. Dann brauchen wir natürlich eine Maschine, ein Autonomus, Hatte das nicht mal diese Augmentation-Dinger? Weil diese Augmentation-Dinger brauchen wir eigentlich. Ich brauchte das Redstone-Augmentation-Ding für das hier. Warte, schauen wir mal. Augmentation. Ja, Tatsache, ich brauche das da. Wie crafte ich das? Aus Zinn und Redstone. Okay, dann machen wir das mal ganz schnell. Ein Redstone, 1, 2, 3, 4 Zinn. Und dann haben wir so ein Redstone-Augmentation-Teil. Was wir jetzt einfach in die Maschine reinmachen können, die kann man so, das sind so Mini-Upgrades, die man rechts in der Seite bei richtig vielen Maschinen reinmachen kann. Heißt, ich kann jetzt einfach sagen, zack. Und dann haben wir hier einen neuen Slot und können sagen, der Block hier soll nur aktiviert sein, wenn wir ein Redstone-Signal haben. Der Block hier hat das Update nicht, heißt, er arbeitet immer, wenn er Strom hat.
Jetzt können wir nämlich Folgendes sagen. Wir können sagen, wenn wir ein Redstone-Signal an dem oberen Block haben, an dem Block hier, dann soll er arbeiten. Heißt, wir schicken hier ein Redstone-Signal. Wenn hier ein Sapling steht, dann hat dieser Block kein Redstone-Signal. Wenn hier allerdings ein Holzblock steht, also später der Holzstamm oder irgendein Block, dann funktioniert Minecraft Redstone ja schon. Wenn man einen Block bepowert, werden alle Blöcke außenrum auch mit Redstone bepowert. Heißt, weil wir hier gerade den Block mit Redstone bepowern, kriegt er auch Redstone. Und der hier würde aktiviert werden, heißt, er beginnt abzubauen. Bedeutet, wenn wir da jetzt eine Axt reinmachen und Zombie hat in seinem Part, soweit ich das weiß hier, ja, er hat Obsidian-Äxte hergestellt. Das ist sehr, sehr praktisch, weil die halten, glaube ich, recht lange. Also wir machen da jetzt ein Obsidian-Ding hin und die Lumber-Axt, die Obsidian-Lumber-Axt, die fällt ja alles. Die fällt ja einen ganzen Baum, wenn man den untersten Block abbaut. Das kann ich kurz einfach mal hier an dem Baum demonstrieren. Das ist auch nicht mehr verbuggt, dass das Spiel abstürzt. Ihr habt es gesehen, es hat alles... Ach so, weil ich gesneakt bin. Man darf nicht siegen. Okay, nicht sneaken dabei, dann geht's auch nicht kaputt. Da habt ihr gesehen, wenn ich sneake, dann baut's auch irgendwie den Boden mit ab. Das war jetzt nicht ganz optimal, muss ich einfach zugeben. Warte, ich habe hier ein Crafting Table dabei. Reparieren wir das ganz schnell. Niemand hat was gesehen. Oh Gott, ich muss es reparieren, bevor es jemand sieht. Gleich kommt Paluten oder Zombie und schlagen mich wieder. Nein, die schlagen mich natürlich nicht. Und wenn, dann auch nur in Minecraft. Hihi. Den nächsten Schritt, den wir machen müssen. Wir brauchen jetzt natürlich erstmal... Wollen wir erstmal Strom machen? Ja, ich glaube, wir hängen erstmal Strom ran. Und für Strom brauchen wir natürlich Stromkabel. Ich weiß nicht, brauche ich hier noch so einen Strommast im nächsten? Ich glaube, komm, wir machen einfach noch einen hin. Ich habe einen geholt. Dann verwenden wir den doch auch einfach. Und den stellen wir einfach hier an die Ecke. Das Schöne an den Strommasten ist, die kann man hochklettern, wenn man sneakt. Oder generell, wenn man dagegen läuft, was eigentlich ganz cool ist. So kann man die richtig, also kann man sich wie so ein richtiger Strommastkletterer, ein richtiger Strommast-Profi vorkommen. Jetzt verbinden wir die einfach. Das ist nicht die längste Strecke, aber ist in Ordnung. Und jetzt brauchen die natürlich Strom. Und ich will natürlich, dass die... Ah, ich weiß gar nicht. Das war, glaube ich, gar nicht so schlau mit dem Strommast. Ich glaube, wisst ihr was? Ich reiß ihn einfach wieder ab. Ich Frechdachs. Und verbinden das so. Maudado, hättest du einen Kaktus-Seed für mich? Frick Debitor, ich schau mal in meine Kiste. Haben wir einen Kaktus-Seed? Ja. Ah, da. Hallo. Hallo, war das der richtige oder? Das ist voll cool. Ja, das ist echt cool. Wolltest du den oder wolltest du den von AgriCraft? Den von AgriCraft, wenn du hast. Ja, da haben wir auch noch einen. Perfekt. Ja. Dankeschön. Kein Problem. Viel Spaß noch. Tschüss. Auch so, tschüss. Ja. Also ein Wollstedt ist doch manchmal ganz schön cool, muss man einfach sagen. So, wir müssen den Strom verlegen. Zack, zack. Zack. Und das kann auch verbunden werden. Perfekt. Und dann haben wir jetzt an den ganzen Maschinen überall Strom. Das ist ganz nett, muss man sagen. Und wir sehen direkt, hey, der hat unseren Sapling noch nicht abgebaut, weil da noch gar kein Sapling stande. Die Frage ist allerdings, warum hat das keinen Strom? Haben wir hier hinten einfach keinen Strom auf der Leitung? Oder war ich einfach dumm und habe die beiden nicht verbunden? Ich weiß nicht, was es von den ganzen Sachen war, Leute. Ich kann mir nicht erklären, wenn jetzt... Jetzt ist plötzlich Strom klar, da ist es einfach nur merkwürdig. Ich verstehe das alles nicht. Ja, und jetzt haben wir eigentlich schon die Grundform von allem. Wir haben den Sapling, der geplantet wird, den Baum, der irgendwann von selbst wächst. Der wächst irgendwann von selbst. Ich habe es im Singleplayer ausprobiert. Wenn ein Block daneben steht, dann kann das Ding trotzdem noch wachsen. Heißt, dass der Baum wächst auf jeden Fall. Wir können ja das Ganze gerade mal mit Bone Meal beschleunigen, um die ersten Abbauschritte zu sehen. Zack, Bone Meal. So, und wenn wir den jetzt... Oh, guck mal, ich muss es nicht mal. Und wenn der jetzt bepowert wird, dann dürfte... Bau die Axt ab? Oder habe ich was falsch gemacht? Warum klappt das nicht? Guckt er in die falsche Richtung? Eigentlich, so wie ich es durchdacht habe, müsste der jetzt doch Redstone Power bekommen. Kontrollstatus in der... Ach so, ich muss ihn auf Linksklick einstellen. Ah, okay. Ja gut, der hat die ganze Zeit Rechtsklick mit der Axt gemacht. Genau, jetzt bekommt er Strom. Jetzt wird der Baum abgebaut. Jetzt kommt der nächste Sapling nach. Der wird nicht abgebaut, weil der Block jetzt kein Redstone-Signal mehr hat, weil ja da kein Holzstamm ist, sondern ja, es ist kein richtiger Block da. Heißt, die Redstone-Power wird von dem mittleren, also dem Block, wo der Baum draufsteht, nicht weitergegeben an dem Block hier drüben. Und ja, jetzt müssen wir warten, bis er in der Theorie wieder wächst. Warte, ich kann ihn mal befeuern. Zack, er ist wieder gewachsen und er wird wieder abgebaut. Und jetzt brauchen wir nur noch irgendwas, um das ganze Holz aufzusammeln und darum werden wir uns im nächsten Part kümmern.
Im nächsten Part werden wir dann die Anlage machen, die das Ganze aufsammelt, die das dann auch sortiert, die Säpplinge, die es bekommt, in die Kiste hier zurücktut. Und ich würde sagen, wir machen das einfach mal aus, weil sonst werden die ganzen Säpplinge verbraucht, das Holz fällt nur auf den Boden und alles, weil wir noch keine Aufsammelanlage haben. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächstes Mal kommen wir einen weiteren Schritt näher zur automatischen Kohleproduktion, weil wir müssen natürlich auch noch einen Ofen und alles anbringen. Und ja, tschüss!